Elisabeth Selbert ist eine Frau, die sich aus kleinen Verhältnissen nach oben gearbeitet hat, die eine Idee hatte, nämlich die Situation der Frauen in dem Nachkriegsdeutschland zu verbessern, mit Engagement verfolgt hat. In vielen Vorträgen hat sie dafür gekämpft und hat letztlich Erfolg gehabt. Mich beeindruckt ihre Entschiedenheit, ihre Entschlossenheit, mit der sie aufgetreten ist und so sehr, sehr überzeugt und sehr sachlich gleichzeitig ihre Sachen durchgezogen hat. Also sie hat wirklich sehr genau gewusst, was sie wollte und hat es durchgezogen und hat dabei aber auf eine nicht polemische Art, sondern wie man das ja heute aus der Politik oft kennt, sondern sie hat es wirklich sehr sachbezogen, als Juristin auch immer sehr sachlich exakt alles gemacht und trotzdem sehr entschieden und sehr engagiert. Und das finde ich schon eindrucksvoll. Ein Vorbildcharakter hat sie so weit, wie sie wirklich gesagt hat, wenn ich mich nicht engagiere, wenn ich mich nicht selbst persönlich einsetze, wird sich nichts ändern. Das ist das wesentliche Vorbild, was ich sage, wo andere daraus lernen können. Auch dann, wenn du scheinbar allein und auf verlorenem Posten stehst, engagier dich in der Sache, wenn die Sache richtig ist. Wenn du nur engagiert genug dieses Thema aufgreifst, wirst du Freunde finden, auch wenn sie nicht in deiner Partei, auch wenn sie nicht in deinem Verein sind. Du wirst Freunde finden, Menschen finden, die deine Ideen unterstützen. Und wenn man sich zusammentut, kann man was erreichen. Elisabeth Selbert war eine sehr kluge und sehr hartnäckige Frau. Denn es war ja kein leichter Weg, den Artikel 3 Absatz 2 in das Grundgesetz zu implementieren. Denn der Satz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, der bedurfte des dauerhaften Kampfes durch sie. Sie musste sehr, sehr viele Frauen mobilisieren, sehr viele Gewerkschafterinnen mobilisieren, aber auch überparteiliche Frauenverbände, um dieses durchzusetzen. Und diese Hartnäckigkeit und ihr Mut für die damalige Zeit, das hat mich schon sehr beeindruckt. Elisabeth Selbert wurde 1896 in ärmlichen Verhältnissen geboren. Ihr Vater war Justizwachtmeister, da war das Salär und monatliche Gehalt auch nicht so groß. Sie hat in der Anfangszeit ihres Lebens, die sie wesentlich geprägt hat, im bäuerlichen Umfeld von Niederzwirn gewohnt. Die Urgroßeltern von mir waren einfache Leute gewesen. Sie war mit Sicherheit von ihren Eltern aufs Beste gefördert worden. Mein Urgroßvater, der Vater von Elisabeth Rothe, war Gefängnisausseher in der Elbe hier in Kassel gewesen. Und seine Ehefrau, die Mutter von Elisabeth, war eine einfache Landfrau gewesen, die von einem kleinen Bauernhof in Niederzwirn abstand. Nein, die Eltern haben sie auf das Beste gefördert, aber sie hatte schon von klein auf einen Blick für Gerechtigkeit und hat sich deshalb für Gerechtigkeit eingesetzt. Elisabeth Selbert ist schon sehr früh als junge Frau mit Ungleichberechtigung zwischen Männern und Frauen in Kontakt gekommen, so möchte ich es mal ausdrücken. Sie hat beispielsweise die mittlere Reife gemacht in Kassel und hat dann das Abschlusszeugnis nicht bekommen. Diese stand seinerzeit nur Männern zu. Und diese Ungleichbehandlung, die hat sie sehr verletzt und sehr gekränkt. Und das war der Zeitpunkt, wo sie angefangen hat, für Frauenrechte zu kämpfen. Während der Zeit des Ersten Weltkrieges lernt sie Adam Selbert, ihren späteren Ehemann, kennen. Er ist Mitglied in der SPD, wodurch auch bei Elisabeth das Interesse an Politik steigt. Sie setzt sich dafür ein, dass auch Frauen in Parteien aktiv mitwirken können. Ihr Mann unterstützt sie und ermutigt sie auch, ihr Abitur nachzuholen und ein Studium zu beginnen. Sie war ja in den 20er Jahren schon Politikerin in Kassel-Niederzwehren, also damals noch Niederzwehren als eigenständige Gemeinde gewesen, hatte dort schon für die SPD im Parlament gesessen und sich auch damals schon teilweise mit Fragen von Gleichberechtigung
beschäftigt, nicht in dem Maße wie später, aber sie war, glaube ich, für das Thema schon sensibilisiert. Sie hat 1920 schon mal an einer Reichsfrauenkonferenz der SPD teilgenommen, da gibt es noch Unterlagen davon. Also das heißt, sie war einfach in dem Themenbereich schon drin und dann bot es sich natürlich an, das auch in dem Zusammenhang einzubringen. Sie ist, nachdem sie 30 Jahre alt wurde und ihr Abitur in Kassel gemacht hatte, nach Marburg gegangen und hat in Marburg studiert, hat später in Göttingen studiert und dort ihre Dissertation geschrieben, ist aber dann nach Kassel wieder zurückgekehrt. 1926 beginnt sie ihr Jurastudium und wird 1934 Kassels erste Staatsanwältin. Im selben Jahr verbieten die Nazis allen Frauen, als Staatsanwältin zu arbeiten. Ihr Mann kommt zu dieser Zeit wegen seines politischen Engagements in ein Konzentrationslager. So, dass Elisabeth die Familie alleine versorgen muss. Elisabeth Selbert ist eine hoch angesehene Sozialdemokratin, die für ihre Interessen gekämpft hat, auch in der Zeit des Dritten Reiches. Sie konnte sich zwar nicht so hervortun, dann wäre sie im KZ gelandet, aber sie hat nach dem Krieg sofort wieder die Ideale der Sozialdemokratie nach oben gehalten und hat insbesondere für ihre Ideen gekämpft in vielen Vorträgen. Ganz viele der Demokraten, die es in den 20er Jahren gegeben hat, genau die Menschen, zu denen auch meine Großmutter Elisabeth selber zählte, die nach dem Ersten Weltkrieg zum ersten Mal in Deutschland sich für eine richtige demokratische Entwicklung eingesetzt haben, die sind während der Nazizeit verfolgt worden, ermordet worden oder ins Ausland vertrieben worden. Sie hat eine Zeit lang, ich glaube auch während des Krieges, ihre Kanzlei am Königsplatz gehabt. Ich weiß nur, dass sie im Krieg auch ausgebombt war hier, dass sie da eine Zeit lang in Melsungen ausquartiert war und nach dem Krieg, nach 1945, dann 46 oder 47 in die Goethestraße gezogen ist. Deutschland lag in Trümmern. Die Regierung von Adolf war zerschlagen. Die politische Macht nach dem Zweiten Weltkrieg lag bei den Alliierten, beziehungsweise halt im Osten, bei der Sowjetarmee? Naja, es ging darum, für die neu zu gründende Bundesrepublik Deutschland eine Verfassung zu formulieren. Das heißt, die Grundsätze festzulegen, nach denen dieser Staat funktionieren soll, dieses demokratische Staatswesen. Und das wurde eben im Parlamentarischen Rat formuliert von 61 Männern und 4 Frauen, die dort zusammensaßen über längere Zeit und das ausarbeitet. 1948 wird sie als eine von nur 4 Frauen in den Parlamentarischen Rat berufen. Nur durch die Hilfe Kurt Schumachers, der Parteivorsitzende der SPD war, wurde sie entsendet, als Vertreterin der niedersächsischen SPD. Eigentlich beschäftigt sich Elisabeth Selbert im Parlamentarischen Rat mit rechtspolitischen Fragen. Als sie jedoch bemerkt, dass die Gleichberechtigung von Männern und Frauen auch im neuen Grundgesetz nicht beachtet werden soll, fängt sie an, sich mit diesem Thema zu befassen. Sie formuliert den Satz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, der große Empörung im Rat auslöst. Die historische Bedeutung liegt darin, dass sie mit Engagement dafür gekämpft hat, dass im Grundgesetz drinsteht, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Ohne ihren Kampf hätten das die meist männlichen Vertreter in dem Parlamentarischen Rat wären A nicht auf die Idee gekommen und B hätten sie das gar nicht so gewollt, denn es hat große Kämpfe gegeben, diesen Satz überhaupt hineinzubringen. Die entscheidende Stunde in ihrem politischen Leben, sie hat es selbst als Sternstunde bezeichnet, war die Durchsetzung der Regelung des Artikel 3 im Grundgesetz, der ganz simpel und schlicht lautet, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Das war der Erfolg, der letztendlich entscheidend war für Millionen von Frauen, dass sie tatsächlich im Berufs- und Arbeitsleben in allen gesellschaftlichen Bereichen doch
Es hat zwar 50 Jahre gedauert, bis da alle Gesetze angepasst worden sind, was aber doch bewirkt hat, dass diese gesetzliche Anpassung inzwischen weitestgehend umgesetzt ist. Also es war geplant, damals einen eher einschränkenden Grundsatz reinzuschreiben. So, Männer und Frauen haben grundsätzlich die gleichen staatsbürgerlichen Rechte, was heißt, dass es immer auch Ausnahmen geben kann. Also da wäre wirklich dann auch Tür und Tor geöffnet gewesen, um auch Ausnahmeregelungen wieder durchzusetzen. Und sie hat es schon angestoßen. Sie hat es natürlich nicht alleine gemacht. Sie ist von vielen anderen Frauen auch unterstützt worden dabei. Aber dass das so uneingeschränkt jetzt drin steht, ist, glaube ich, schon ihr Verdienst und die historische Bedeutung, die sie hat. Den besonders herausragenden Einfluss, den sie sich vielleicht darüber hinaus gewünscht hätte, den hat sie nicht bekommen. Den hat sie nie bekommen, weil dafür war sie ihrer Partei zu querköpfig, dazu hatte sie als Frau zu eigene Vorstellungen, dazu war sie zu wenig angepasst. Sie hat immer unter Sachaspekten gedacht, sie hat auch Bündnisse quer über die Parteien mit Partei, nicht nur mit Parteifreundinnen, sondern auch mit Freundinnen in die CDU, in andere Parteien geschlossen. Sie war unbequem und deshalb hat man sie auch nie, obwohl sie die Kompetenz dafür sicher gehabt hätte, für irgendwelche Ministerposten vorgesehen. Man hätte ja daran denken können, auch eine Frau zur Justizministerin zu machen. Das war einfach in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in der damaligen Männerwirtschaft eine völlig undenkbare Sache. Nach dem Krieg sind die beiden Selberts, die Elisabeth Selbert mit ihrem Adam Selbert, in ein kleines Siedlerhaus auf dem Brasselsberg gezogen. Dort hat sie dann bis zum Ende des Lebens gelebt. Am 9. Juni 1986 stirbt sie im Alter von 89 Jahren in Kassel. Oh, ich habe viele Erinnerungen an sie, weil ich war 26, als Elisabeth Selbert verstarb und wir haben sie in der Regel, meine Familie und ich, am Wochenende besucht. Und natürlich haben wir sehr viele Gespräche auch miteinander geführt. Ich bin selbst auch Juristin und wir haben uns über juristische Themen, aber auch über das politische Tagesgeschäft oder Tagesgeschehen stets auseinandergesetzt. Deshalb war sie mir auch eine wichtige Ratgeberin. Sie war ein ganz normaler Mensch. Sie hatte alle möglichen und unmöglichen Schwächen, die ihr heute wie allen anderen Menschen angekreidet worden wären. Sie hat gern mal gelegentlich eine Zigarette geraucht. Sie hat auch gern mit Freunden und Verwandten ein Gläschen Wein getrunken. Sie war auch ein sehr offener Mensch, gerade gegenüber Jugendlichen und Kindern war sie sehr offen in den Ansichten und ausgesprochen tolerant. Und das habe ich auch sehr an ihr geschätzt. Dass sie eine Frau war, die hier doch in die Geschichte Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg eingegriffen hat und segensreich letztendlich mit ihrem Einsatz für die Gleichstellung der Frauen eingetreten ist, das ist mir erst bewusst geworden, als ich ja so 16, 17, 18 Jahre alt gewesen bin, selbst die ersten politischen Erfahrungen gesammelt habe und mich mit meiner Großmutter über aktuelle politische Fragen unterhalten konnten. Ich bin der Meinung, Elisabeth Selbert kann immer wieder als Vorbild herausgestellt werden. Denn leider ist es so, dass die Politikverdrossenheit in der heutigen Zeit immer größer wird. Das ist auch bei jungen Menschen festzustellen. Wir leben Gott sei Dank in einer
sozialen Demokratie und wir sollten unsere Rechte wahrnehmen. Elisabeth Selbert hatte noch keine Rechte, hat sich aber für Rechte eingesetzt und die jungen Menschen, ob Männlein oder Weiblein, sollten sich politisch engagieren. Ich denke, gerade so mit diese Entschiedenheit, Überzeugungen zu haben, dafür einzustehen, die durchzusetzen, da kann sie, finde ich, schon ein Vorbild sein. Ganz sicher hat sie mich als jung und jungen Mann geprägt. Das heißt, wenn man politisch was erreichen will, dann darf man sich nicht unbedingt der Mehrheitsmeinung anschließen und überall nur mitmachen, mitlaufen, sondern man muss auch Einzelinteressen durchboxen. Also es wäre schon wichtig, auf ihr Wirken und ihre Arbeit, die sie damals im Rahmen des Parlamentarischen Rates vorgenommen hat, auch weiterhin aufmerksam zu machen. Aber natürlich reicht es nicht, auf ihr Werk, ihr Lebenswerk aufmerksam zu machen, sondern wir müssen natürlich nach wie vor für die Gleichstellung der Frauen kämpfen. Das war Elisabeth Selbert ja ganz wichtig und dafür müssen die Frauen weiterhin auch ihre Rechte wahrnehmen.